Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Pure Farming 2018. Ja, wir sind bereits in Folge 8 unterwegs und wir sind dabei, den LKW einzufahren. Da sind wir beim letzten Mal bei stehen geblieben. Ich heize jetzt hier gerade mit dem LKW rum. Schönen DAF, sieht gut aus, fährt gut. Also fährt genauso gut wie die Traktoren auch, aber die Feinfühligkeit der Steuerung kann ich wahrscheinlich einstellen, hab's bloß nicht. Muss halt immer diese Punkte abfahren, das war ja unsere Aufgabe, damit das Ganze als eingefahren gilt. Wenn man an dieser Stelle ankommt, ist das irgendwie immer das Gleiche. Die Schranken gehen gerade hoch und die Jungs fahren alle los. Das ist aber irgendwie immer hier so. Das muss in Montana wohl so. So, ich bleibe bis zu dem Punkt nochmal hinter den Jungs und dann werden wir den ganzen Spaß mal überholen da. Da ist die Schlachterei, so wie es aussieht. Butcher. So, ich weiß auch nicht, wie viele Punkte wir hier abfahren müssen. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier ein bisschen über den Grünstreifen gehe. Weil das war so ein bisschen nervig hier. Drive-in, okay. Ich glaube, hier bin ich so noch gar nicht lang gefahren bis jetzt. Hier ist eine Baustelle. Da ist eine Sackgasse. Oh, hier ist eine richtig größere Fabrik. Mario, aha. Das sieht alles gar nicht mehr so schlecht aus, muss ich sagen. Also so ortschaftsmäßig und so gefällt mir das eigentlich schon. Aha, jetzt müssen wir hier abbiegen. Wow, okay. Fahren also ein bisschen durch den Ort selber. Ja, einfahren und eine Beute reinfahren, ist hoffentlich das gleiche. Das gehört ja alles dazu. Ich hege die Vermutung, ich hätte jetzt hier den Kreis sein lassen können und ich hege die Vermutung, dass das, wo ich jetzt hin muss, einfach nur der Startpunkt wieder ist. Ja, da hätte ich natürlich auch schon abbiegen können. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier erstmal mal ganz munter wieder zurück. Ah, die fahren auch verschiedene Wege, sind also nicht alle auf den gleichen Weg gesetzt. Sehen wir die Mario-Fabrik hier nochmal von der anderen Seite. Hier ist der Diner nochmal. Ah, Kartoffellager. Okay. Ah, da ist die Schlachterei. Wie das hier was langsam fährt. Warum auch immer. Ja, ich fahre jetzt mit ihm jetzt die Landstraße lang, weil er wahrscheinlich auf dem im Grün dementsprechend länger unterwegs wäre. Ja, wir haben da noch ein Fragezeichen und wir haben drüben auch noch eins. Oh, und da haben wir erst einen kleinen Unfall. Also er kriegt vorne eine Beule, hinten eine Beule. Das Ding sieht aus wie eingefahren, aber ziemlich, sagen wir mal so. So, schmettern wir mal lang. Gute 90, das hat ja schon mal was. Hier ist auch eine Tankstelle, aber so viele Tankstellen habe ich leider noch nicht gesehen. Ich hätte auch gerne eine beim Shop gehabt. Vielleicht ist da auch noch eine kurz danach. Also ich habe schon mitgekriegt, dass wir, wenn wir jetzt den dass wir so weiterspielen, dass sich die Karte auch hier erweitert. Also die Grenze, die wir beim Shop gesehen haben, diese durchsichtige da, die bleibt nicht bestehen. Das erweitert sich, das spielt man sozusagen frei, damit man das dann im freien Spiel auch frei hat. Ja, wahrscheinlich hängt das nicht mal miteinander zusammen, aber hier muss man sich das halt erst freispielen. So, gut, ja, dann sind wir gleich wieder zurück. Dann wäre es mal die erste Auffahrt hier. So, hier liefern wir ihn an. Motor gut, alles gut abgeschlossen und wir haben 10.000 aufs Konto gekriegt. Das super. Steige ich hier mal aus. Ich hoffe, irgendwo hier um die Ecke steht noch mein Traktor. Besser wäre das. Ah, da steht mein Traktor. Schön sauber abgeparkt. Fußgängerweg, halb halb. Was soll man dazu sagen? Besser nix, ne? So.
Jetzt muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass man nicht mehr 90 fährt. Oh, wir haben eine E-Mail erhalten. Na, gucken wir kurz. Das ist wahrscheinlich nur der Abschluss, dass wir das alles ganz toll gemacht haben. Obwohl er jetzt 1000 Beulen hat, das macht aber ja nichts. Wenn die das so gut finden, sollen sie kriegen. Hier steht der LKW und fertig ist. So. Jetzt können wir natürlich mal gucken. Wir hatten zwei Fragezeichen auf jeden Fall noch. Einmal war es hier auf dem Weg nach Hause. Da sind wir hier quer durchgefahren. Ja, das war dieser Erklärungspart und da war hier vorne ein Fragezeichen. Die müssen wir nicht annehmen, aber wir können natürlich erstmal gucken, was das ist. Laufen da mal hin. So. Ja, Feuerholz hat sich schon ein bisschen was geholt. Gummistiefel stehen da auch rum. So, was haben wir denn hier? 24 Stunden Zeit, 10.000 Belohnung. Schließe den Delfin Tankwagen an, fülle den Tankwagen, fülle den Tank. Hä? Aha, okay. Das ist also einmal Wasser holen und den Tank in der Plantage füllen und dann was spritzen. Das ist auch schon mal okay. Ich würde natürlich jetzt aber trotzdem mal gerne auch die andere Aufgabe angucken. Mal sehen, was wir davon zuerst machen. Weil es bleibt ja nicht ewig hell. Klar, wir können natürlich an einem anderen Tag auch noch was machen. Die andere Aufgabe ist nämlich glorreicherweise glorreicherweise bei der Tankstelle. Wir haben den Tankpart auch etwas abgeändert. Oh Gott, ich kann ja irgendwie. Ich fahre um Ecken, da gibt es überhaupt gar nicht. Hier wollte ich schon wieder rein, ey. So. Ne, der Tankwagen. Tankwagen, das Tanken dementsprechend. Ist jetzt kostspieliger geworden. Dafür verbraucht er nicht mehr so viel. Ob das jetzt im gleichen Verhältnis gestiegen ist, das heißt also. Ich glaube, wir stehen jetzt hier auf dem Viertelverbrauch eigentlich nur. Und dann müssen wir wahrscheinlich beim Tanken viermal so viel bezahlen. Okay, wir haben jetzt 15.000 eingenommen. Wenn wir jetzt nicht gerade für 15.000 tanken müssen, ist alles okay eigentlich. Ja, so muss man es sehen. Und gucken wir mal an, was für eine Aufgabe das ist, die bei der Tankstelle ist. Wollte es mir halt. Ich weiß, wir brauchen natürlich noch nicht unbedingt tanken, aber ich möchte natürlich jetzt gerne einmal die Quote dann. Ups, ein bisschen durchschreiben. Dann werden wir auch langsamer, okay? Nicht schlecht. Ich möchte natürlich jetzt gerne dann einmal auch die Quote angucken. Mit dem Spritpreis halt. Ne? Ja, hier haben wir auch noch einiges zu machen, wie ihr seht. Also mit den ganzen Sachen, die wir noch aufbauen können oder so. Also das läuft. Dann können wir erstmal losbrettern. Geradeaus ist fast immer gut, oder wie war das? Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so geradeaus. Oder? Ich glaube, wir müssen hier lang, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir müssen. Ja, obwohl der Hügel mir auch so nichts sagt. Denn da geht es aber auch nicht lang. Wir gucken, wir kriegen das raus, wo wir hin müssen. Aber ich meine, ich bin schon gar nicht mal so verkehrt. Ja, das sieht gut aus. Hier vorne ist auf jeden Fall die Plantage, wo wir die Sachen hin und her gefahren haben. Wenn jetzt noch. Das kann man natürlich jetzt auch mal testen. Wenn da jetzt immer noch ein Fragezeichen ist. Ist noch ein Fragezeichen? Ne? Jetzt ist kein Fragezeichen mehr. Was passiert, wenn ich da jetzt reinfahre? Ne, ist einfach nur Gemüse- und Obstspeicher. Okay. Oh, okay. Also, Kollisionsabfragen funktionieren auch. Wollte ich natürlich auch nochmal demonstrieren. Ja, das hier scheint Standard zu sein für eine Solaranlage. Ne? Und für Windkraft wird da noch was sein. Je nachdem, was man kauft, dann wird der Spaß hier wohl aufgebaut. Dass man natürlich schon das passende Gestell dafür stehen hat, ist selbstverständlich. Nee, irgendwie nicht, aber hier steht es halt, damit man anscheinend wohl weiß, was da hinkommt. Ne, Waschstraße machen wir heute nicht.
360 fürs Tanken, okay. Und wir haben 50 Liter nur getankt. Ja. Hört sich teurer an. So, dann wollen wir mal gucken, was gibt's denn hier? Ernte das Feld, die Gerste vom Feld des Farmers, transportiere die Feldfrüchte in ein Getreidesilo. Okay. 72 Stunden Zeit. 10.000 Belohnung. Okay, das sind also die Sachen, die wir hier haben. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Da können wir uns echt mal überlegen, was gibt es sonst noch? So, jetzt gucke ich erstmal auf der Karte nochmal nach, ob das jetzt die eingetragenen Fragezeichen sind. Also, hier ist ein gelber Punkt drunter. So sieht die ganze Karte aus. Da ist ein Fragezeichen. Und das sind auch momentan die einzigen Fragezeichen, die ich sehe. Das heißt also, es wird tatsächlich so sein, dass wir die Aufgaben machen müssen oder können. Und dann dementsprechend erst die nächsten Aufgaben auftauchen. Weil ich sehe sonst so nichts weiter. Ihr selber auch nicht. Ihr seht hier oben, die Karte ist noch ein ganzes Stück hin. Also ich schätze mal, dass wir diese Inseleinfassung hier als... ihr seht selber, es geht auch noch hier und da und überall und so. Also hier sind ja auch noch Straßen durch dahin. Das heißt, die Karte könnte noch ein richtiges Volumen entwickeln hier. Ne? So. Da raus. Ja, was mich erstaunt ist, dass wir auch, obwohl wir schon relativ viel hier abgefahren sind, bis jetzt nichts gesehen haben von nichts gesehen haben von Dings, wie heißt, von diesen Saphir-Dingern, die man da einsammeln soll. Ich hege eigentlich sonst die Vermutung, dass an öffentlichen Stellen sowas sonst irgendwo hingestellt wird. Oder irgendwo hier mal einer liegt, dass man mal sieht, wie das aussieht, wenn man einen findet. Wow, was hat der Wagen jetzt hier vor? Will tanken. Cool. Wäre natürlich mördermäßig weit weg mit der Zapfsäule und bremst leicht abrupt. Das war eine andere Geschichte. Wir waren hier schon mal rum, aber wie gesagt, von diesen zusammenen Saphiren habe ich nicht einen gefunden bis jetzt. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wo ihr beispielsweise mal einen findet, dass ich das mal zeigen kann, dann wäre das ganz nett, muss ich zugestehen. Aha, da hinten ist auch noch eine Brücke, die irgendwo hinführt. Da sind wir auch noch nicht rumgefahren. Das ist aber alles soweit okay. So, okay, wenn wir jetzt hier rauffahren, dann wollen wir mal gucken, was für eine Aufgabe kriegen wir dann. Also ich fahre jetzt einfach mal raus und nehme die Aufgabe nicht an. Nee, die Sache ist ganz einfach. Wir wollen natürlich auch jetzt im Spiel vorankommen. Wir haben zwei Aufgaben, die wir noch machen können. Das ist ganz okay. Aber ich hege die Vermutung, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, wenn wir mal den Spaß von uns ein bisschen vorspulen und dann einfach mal sehen, wie es denn weitergeht. Ich habe jetzt den Faktor mal erhöht auf 120. Also die Zeit, die tickt jetzt oben gut durch, wie ihr seht. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um zum Feld zurückzufahren. Ja, wenn wir jetzt hier auf dem Map gucken, wir müssen dann jetzt nach Feld 3. Nee, oder nee, Feld 1, ne? Da sind wir hier schon ja genau auf der richtigen Bahn, das ist doch gut. Dann kann man nämlich auch mal gucken, ob man da Wachstumsstufen dementsprechend sieht, zum Beispiel. Ne? Ich wollte gerade sagen, warum kommt er denn jetzt hier nicht in die Füße? So. Das hier dürfte jetzt unser Feld sein. Da stehen auch unsere Maschinen und hier sieht man bis jetzt nichts. So. Außer dass es dunkel wird natürlich. Ja, es ist immer noch die Lichtschalter-Dunkel-Variante. Das heißt, eine Dämmerung an sich hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, hätte vielleicht nicht schlecht ausgesehen, aber wir wissen, dass hier um 8 Uhr der Schalter umgelegt wird, dann sieht man nichts mehr. So sieht es aus. Wir haben 42.000 gemacht, also 15.000 nebenbei. Zwei Aufgaben erledigt, zwei Aufgaben sind noch da. Aber das waren halt aufwendigere Aufgaben, sodass ich halt erst einmal gucken wollte, was jetzt mit unserem Feld hier ist.
Wenn wir einmal den Zyklus des Feldes komplett durch haben, wäre es ja ganz nett zu wissen, was passiert. Ne? So, wir warten und warten und warten und warten. So einfach ist es. Es kommt mir vor, als wenn es dunkler werden würde, als wenn jetzt eine Stufung drinne wäre. Aber einmal der die Hauptstufe sozusagen war wie ein Lichtschalter. Aber es läuft schon alles. Das geht schon, das geht schon. Warum es hier plötzlich ein Licht angeht, weiß ich nicht. Ich habe kein Licht angemacht. Ob es der Mond darstellen soll oder so. Deswegen ein bisschen mehr sieht. Am Feld hier nebenan sieht man wenigstens nichts. So sieht das Ganze halt aus. So, ja, aber während das Ganze hier so aussieht, geht die Folge leider schon wieder zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre cool. Bin natürlich immer noch interessiert daran, die Quoten zu erreichen von YouTube, um meinen Kanal wieder so füllen zu können wie vorher. Leider wurde das Ganze hochgesetzt. Und jetzt, ja. Sag ich vielen Dank an all die, die mich jetzt schon unterstützen. Vielen Dank an die, die es gerade frisch neu tun. Dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.